Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Ihr habt eingeschaltet zu Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand. Heute vom Mittwoch, dem 26. Juni 2024. Die Themen der heutigen Sendung werden sein: Premierminister Schröder, kein Verräter. Pride Month, ASEAN-Länder sind gespalten. 30 Tage Haft für abwesende Polizisten. Weiteres deutsches Reiseunternehmen pleite. Pattaya, Motorradtaxifahrer verprügeln Touristen. Premierminister Schröder ist kein Verräter. Premierminister Schröder sagte am Dienstag, er sei kein Verräter, der Thailand an Ausländer verkaufe, indem er vorschlug, den Ausländern zu erlauben, bis zu 75% der Eigentumswohnung zu besitzen und Grundstücke bis zu 99 Jahre zu pachten. Schröder betonte, dass ausländische Grundstückseigentümer das Land lediglich langfristig pachten sollten und dies nichts mit einem Ausverkauf Thailands zu tun habe. Eine Erhöhung der Quote für ausländisches Eigentum an Eigentumswohnungen auf 75% wird sich wahrscheinlich nicht wesentlich auf den thailändischen Immobilienmarkt oder die Wirtschaft auswirken, da nur sehr wenige Eigentumswohnungsprojekte diese Quote überhaupt erreicht haben. Die Immobilienanalystin Prapin Lia sagte, dass nur ein oder zwei Eigentumswohnungsprojekte in Bangkok sich der Ausländerquote von 49% genähert haben. Der Anteil liege in der Regel niedriger als 40%, sagte sie. In Touristenhochburgen wie Pattaya oder Phuket würden Ausländer außerdem lieber in Häusern wohnen als in Eigentumswohnungen. Pride Month. ASEAN-Länder sind gespalten. Thailand steht mit seiner Annahme der Homo-Ehe allein da. Doch die regierende Pyatai-Party beabsichtigt, noch weiter zu gehen. So soll die Änderung der Geschlechtsidentität anerkannt sowie die Prostitution legalisiert werden. Es gibt auch einen Vorschlag, die kommerzielle Leihmutterschaft für gleichgeschlechtliche Ehepartner zu erlauben. Das Land bewirbt sich nachdrücklich um die Austragung der World Pride im Jahr 2028. Noch vor einem Jahrzehnt wäre das alles im konservativen Land des Lächelns undenkbar gewesen. Die 10 Mitglieder umfassende ASEAN-Staatengemeinschaft mischt sich kaum in die inneren Angelegenheiten der einzelnen Länder ein. Nirgendwo wird dies deutlicher als im Sexualrecht. Sowohl in Indonesien als auch in Burma wird jede Art von außerehelichem Geschlechtsverkehr mit Gefängnisstrafen belegt, während in Brunei die Steinigung droht, wenn man fremdgeht. Andere ASEAN-Partner liegen irgendwo dazwischen. In Singapur ist Sex unter Homosexuellen legal, und auch Operationen zur Geschlechtsumwandlung sind seit den 1970er Jahren möglich. Es gibt jedoch kaum Schutz vor Diskriminierung und die Homo-Ehe ist nicht möglich. Laos, Malaysia, Kambodscha und Vietnam erkennen zwar die Legalität von Homosex an, nicht aber homosexuelle Beziehungen. Die Philippinen befinden sich in einer ähnlichen Lage, obwohl die touristischen Werbeseiten verkünden, dass Schwule willkommen sind. Im sexuell aufgeschlossenen Angeles City gibt es heute ein halbes Dutzend schwulen Bars oder Clubs, während es vor 5 Jahren noch keine gab. Es bleibt abzuwarten, ob die Einführung der Homo-Ehe in Thailand auch Auswirkungen auf andere ASEAN-Staaten haben wird. In anderen Dingen folgen mehrere ASEAN-Partner dem Beispiel Thailands, das viele Visumsbeschränkungen für ausländische Besucher abgeschafft hat. Eine weitere Übernahme in Bezug auf die Rechte von Homosexuellen in ganz Südostasien ist daher nicht ganz ausgeschlossen. Haft für abwesende Polizisten. 3 Polizeibeamte in der Provinz Kalasin gehen 30 Tage lang wegen Fahrlässigkeit ins Gefängnis. Sie hatten ihren Dienst vernachlässigt. Das Video eines TikTok-Nutzers
über seine Erfahrung auf dem Polizeirevier in Kalasin ging auf der Social-Media-Plattform viral. In dem Video sagte der Poster, er sei zum Polizeirevier gegangen, um Hilfe zu suchen, nachdem er von einer Bande belästigt worden war. Er meldete den Vorfall bei einem Beamten im ersten Stock, der ihn zur Anzeigenaufnahme ins Erdgeschoss schickte. Doch dort war niemand, außer einem halbbekleideten Beamten, der betrunken zu sein schien. Der Beamte erzählte, dass die anderen Beamten auf einer Party seien. Er rief sie an, um sie zur Dienststelle zurück zu beordern, aber die beiden Polizisten gingen nicht ans Telefon. Der Befehlshaber der Provinzpolizei von Kalasin sagte, dass die drei Beamten wegen Vernachlässigung ihrer Pflichten bestraft werden und einen Monat lang ins Gefängnis müssen. Weiteres deutsches Reiseunternehmen pleite. Ein weiteres Reiseunternehmen in Deutschland hat Konkurs angemeldet. Allerdings dürften die Auswirkungen im Vergleich zur FDI-Insolvenz minimal sein. Der thailändische Hotelverband bestätigte eine Meldung der thailändischen Tourismusbehörde, dass eTravel, ein Luxusreiseunternehmen mit Sitz in Köln, diesen Monat Insolvenz angemeldet hat. Laut Hotelverband werden wohl hauptsächlich Hotels in Südthailand betroffen sein, da es in dieser Region viele Luxusresorts gibt, die das Zielsegment von eTravel waren, einem Online-Reisebüro, das sich auf das Nischensegment im Luxusbereich spezialisiert hatte. Der Hotelverband hat umgehend eine Warnung an die Branche herausgegeben, nachdem berichtet wurde, dass Hotelbetreiber, die Geschäftsvereinbarung zu eTravel haben, Probleme mit finanziellen Transaktionen hatten. Zurzeit werden Informationen von Mitgliedern gesammelt, die durch die Insolvenz von eTravel betroffen sind. Pattaya. Motorradtaxifahrer verprügeln Touristen. In den Nachrichten wird immer wieder darüber berichtet, wenn Ausländer gewaltsam gegen Thais vorgehen. Aber es geht auch umgekehrt. Der Polizeichef von Pattaya schlug vor, den Motorradtaxistand vor dem Einkaufszentrum Central Festival an der Second Road zu schließen, nachdem dort wiederholt Touristen angegriffen worden waren. Bei dem jüngsten Vorfall versuchte ein russischer Tourist, sein Motorrad vor dem Einkaufszentrum zu parken, als die Motorradtaxifahrer ihm ansprachen und ihm sagten, er solle dort nicht parken. Der Tourist soll dem Fahrer den Mittelfinger gezeigt haben, darauf schlugen die Fahrer zu. Als Reaktion auf den Aufschrei der Öffentlichkeit verurteilte der Polizeichef von Pattaya den Angriff und sagte, dass die Polizei auf einen medizinischen Bericht warte, um Anklage gegen die Schläger zu erheben. Es soll sich seit Ende letzten Jahres um den dritten gewalttätigen Vorfall handeln, der sich an diesem Motorradtaxistand ereignet hat. Daher wird eine dauerhafte Schließung erwogen. Soweit die Nachrichten mit Hintergrundinformationen von heute, Mittwoch, dem 26. Juni 2024. Wir hoffen, ihr hattet eine informative und interessante Sendung. Habt ihr Fragen zu all den Themen, die wir hier auf dem Kanal behandeln, schreibt sie uns gerne unterhalb dieses Videos in die Kommentare. Damit bedanken wir uns für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal.